Nikon Z30 oder die Sony ZV-E10? Welche der beiden Kameras ist die bessere Kamera für YouTube Creator? Das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks, aber auch Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, geht es mir heute mal um den Vergleich Nikon Z30 gegen die Sony ZV-E10. Die ZV-E10 ist ja eigentlich das Arbeitstier hier bei mir auf dem Kanal. Heute filmt ausnahmsweise mal die Sony Alpha 6400 wieder, damit ich hier die ZV-E10 mal unten hinstellen kann und wir mal hier den direkten Vergleich haben. Und da würde ich sagen, reden wir gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern schauen uns die beiden Kameras mal an. Ich habe beide Kameras hier für diesen Vergleich mit dem Kit-Objektiv ausgestattet. Bei der Nikon lag es daran, dass ich kein anderes Objektiv da hatte. Bei der Sony hätte ich diverse andere Objektive da, aber im Sinne der besseren Vergleichbarkeit dachte ich mir, packe ich hier auch das 16 bis 50er ran. Und da würde ich sagen, fangen wir an mit der Optik und der Haptik. Eine Sache fällt auf, die Sony ZV-E10 ist kleiner. Es ist jetzt kein Riesenunterschied, aber es macht doch schon einen Unterschied, wenn man die beiden Kameras hier mal so Rücken an Rücken beispielsweise hinstellen. Nehmen wir jetzt mal oben das jeweilige Deadcat ab. Das bei der Sony wird mitgeliefert. Bei der Nikon müsste man es sich extra holen, beziehungsweise wenn man sich das Vlogging-Kit holt, dann ist es mit dabei. Wenn wir die beiden Kameras jetzt hier mal Rücken an Rücken hinstellen, dann sehen wir, die Sony ist doch deutlich, deutlich kleiner. In der Breite macht es keinen so großen Unterschied. Da ist die Nikon zwar auch nochmal ein bisschen breiter, aber jetzt nicht so gewaltig. Wenn wir sie dann aber mal hier auch beispielsweise am Griff hinhalten, dann sehen wir da doch einen deutlichen Unterschied. In Sachen Gewicht sind beide relativ ähnlich, aber die Nikon ist halt deutlich, deutlich größer. Ein Nachteil hat einen Vorteil. Der Nachteil wäre, die Sony ZV-E10 ist beispielsweise einfacher auf einem Gimbal zu transportieren. Dadurch, dass er halt kleiner ist, kompakter ist, lässt sich es besser ausgleichen, das Ganze. Bei der Nikon macht es jetzt keinen Riesenunterschied, aber es ist ein Ticken schlechter. Dafür hat man natürlich mit der Nikon hier mehr Grip in der Hand. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Sprich, die Nikon ist hier, fühlt sich an wie eine richtige Kamera, wo sich halt hier die ZV-E10, wenn man die so alleine ohne irgendwas in der Hand hält, ja, das fühlt sich ein bisschen komisch an, sage ich mal. Weil der Griff, der guckt hier kaum nach vorne raus. Ja, das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber in Sachen Bedienung sind beide Kameras ähnlich gut. Wir haben ähnlich viele Knöpfe. Tendenziell hat die Nikon sogar mehr Knöpfe, würde ich sagen, als die Sony. Aber man kommt mit beiden sehr, sehr gut aus. Eine Sache, die ich mir bei der Sony gewünscht hätte, die Nikon hat, das ist ein Moduswahlrad. Haben wir hier bei der Nikon mit dabei? Ganz normal, bei der Sony haben wir es nicht, da haben wir nur so einen Schalter, wo wir zwischen Foto, Video und S&Q-Modus hin und her wechseln können. Ist ein bisschen schade. Was beide haben, ist ein ordentliches Stereo-Mikrofon. Wie die beiden abschneiden, sind da dann auch gleich in der Bildqualität. In Summe, ich bin halt Sony gewöhnt bei der Bedienung, deswegen gefällt mir die Sony besser. Ist aber wahrscheinlich auch nur eine Gewöhnungssache. Wenn ihr Nikon gewöhnt seid, wird euch die Nikon besser gefallen. So einfach ist es jetzt mal. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das einen großen Unterschied macht. Was allerdings objektiv einen großen Unterschied macht, das ist das Touch-Display. Es ist zwar bei beiden Kameras so, dass wir hier ein komplett dreh- und schwenkbares Display haben. Das heißt, wir können das nach vorne packen. Sowohl bei der einen als auch bei der anderen. Das klappt problemlos. Aber bei der Nikon ist es ein richtiger, vollwertiger Touch-Display. Ihr könnt alles oder nahezu alles über das Touch-Display einstellen. Verschlusszeit, Blende, Menü bedienen, alles. Bei Sony ist das eher so ein Touch-Display aus den 90ern. Man kann was damit machen, aber wirklich dazu gedacht ist es eigentlich nicht. Finde ich ein bisschen schade, dass Sony hier immer noch nicht den Weg gefunden hat in das aktuelle Jahrtausend. Wer weiß, wann sie da mal ordentlich nachbessern, dass man halt auch mal im Menü alles auswählen kann und alles. Das fand ich wirklich ein bisschen, was heißt überraschend? Eigentlich ist es nicht überraschend, dass eine Kamera in 2022 hier komplett das Menü und alles und wirklich alles sich damit bedienen lässt und bei der Sony halt immer noch nicht. Ist ein bisschen schade, wer weiß, wann Sony da mal nachbessert. Beide Kameras haben keinen Sucher. In Sachen Displayqualität nehmen sich aber beide Kameras nicht. Man braucht da an sich auch nicht wirklich einen Sucher. Für den Videobereich bietet die Sony aber noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten, gerade was in Richtung Logprofile und ähnliches geht. Und was wir auch haben, wenn das Display so wie jetzt hier nach vorne zeigt, ist die Sony trotzdem noch komplett bedienbar. Bei der Nikon ist die Bedienbarkeit ein bisschen eingeschränkt. Das ändert sich auch die Darstellung beispielsweise. Aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. So, jetzt laufen hier
hier quasi gleich zwei Tests parallel. Zum einen habe ich hier in meiner linken Hand die Z30, zum anderen in der rechten Hand hier die ZVE10. Beide mit dem jeweiligen Kit-Objektiv, beide ohne externes Mikrofon. Hier ist so ein bisschen Wind, wir haben ein bisschen Nebengeräusche, aber das hält sich im Grunde im Ganzen ja, in Grenzen, würde ich mal sagen. Bei beiden ist der aktive Bildstabilisator, sprich der digitale Bildstabilisator, aktiv. Ich laufe jetzt einfach mal eine Runde rum. Die Z30, die habe ich auf dem kleinen Gimbal, was beim Vlogging-Kit dabei ist, und die ZVE10 habe ich hier auf so einem kleinen, ja, ich will mal sagen, ja, billig Gorilla-Pod, wenn man das so möchte. Genau, hier seht ihr dann auch nochmal die kleine Fernbedienung von der Z30. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal die aktive Bildstabilisierung aus, um mal zu gucken, wie es dann macht. Und ich denke mal, man hat recht deutlich gesehen, dass der Crop hier bei der ZVE10 doch deutlich größer ist als bei der Z30. Inwieweit ist natürlich dann die elektronische Stabilisierung besser ist oder nicht, das kann ich jetzt hier natürlich noch nicht sagen, das sehe ich dann noch nicht. Dazu werde ich dann gleich im Video was sagen, wenn ich das Ganze dann entsprechend auswerte. Eine Sache, die mir aber schon mal negativ aufgefallen ist an der Z30, bei der ZVE10, in die ich hier gerade reingucke, ist es möglich, die Einstellungen auch vorzunehmen, wenn das Display zu mir zeigt. Bei der Z30 ist das nur eingeschränkt möglich, ist also immer ein bisschen ein Gefuddle. Man muss dann immer erst die Kamera rumdrehen, das Display rumdrehen, und erst dann kann man wirklich Einstellungen vornehmen. Ist ein bisschen schade, aber ja, auch der Punkt muss mit genannt werden. Wie gesagt, wie stabil das Ganze jetzt wirklich ist, wir haben beides mit stabilisierten Objektiven, kann ich jetzt noch nicht sagen, werden wir dann gleich sehen. Und jetzt kommen wir hier zum allerletzten Test. Jetzt ist auch der optische Bildstabilisator von dem jeweiligen Objektiv aus. Sprich, jetzt sehen wir das Ganze hier so, wie das Ganze tatsächlich ist. Ja, ich laufe jetzt hier noch ein bisschen rum. Wie ihr seht, hinter mir steht der Camper. Ich bin gerade an einem wunderschönen See, gerade ein bisschen mit einem Stand-Up-Paddle unterwegs gewesen. Allerdings mit Sitz, das Stehen, das mag ich persönlich nicht so. Noch ein Wort zum benutzten Bildprofil. Bei der Nikon ist das Ganze flach. Bei der ZVE10 habe ich ganz normal das Bildprofil so aktiv, das Logprofil, wie ich es normalerweise auch nutze. Ja. Ein wichtiger Test für die Z30 ist natürlich auch, wie gut der Augenautofokus funktioniert. Wir haben bei beiden Kameras einen Augenautofokus, sprich bei beiden Kameras sehe ich jetzt hier gerade so einen kleinen, so ein kleines Viereck auf meinem Auge. Das könnte man an sich auch einfach mal kurz hier mit dem Handy filmen, dass man sagt, wir haben es mal so. Und da sieht man hier jetzt hoffentlich immer noch, bei Nikon war es jetzt tatsächlich weg. Wenn ich jetzt hier mal das Handy davor nehme, ist es weg. Wenn das Handy wieder unten ist, dann seht ihr das Ganze wieder. Zum Vergleich mal hier bei Sony, wenn ich das Handy jetzt hier mal so halb davor mache, findet es immer noch mein Auge. Es hat immer noch mein Auge, selbst wenn es jetzt hier, na, jetzt hat es nicht mehr. Ja. Also ihr seht, beide Kameras haben mein Auge gefunden, aber das Ganze ist natürlich auch ein statisches Setup, das ist relativ simpel für die meisten Kameras. Schauen wir mal, wie sich das Ganze schlägt, wenn ich mich ein bisschen nach hinten bewege. Ist ein bisschen schwierig. So, und dann gucken wir mal, wann beide Kameras das Auge wieder haben. Ich denke mal, das war relativ identisch. Rein von den Farben her ist es ein bisschen, beziehungsweise nicht von den Farben, von der Helligkeit ist es ein bisschen schwierig abzugleichen. Ich weiß nicht, ob das bei der ZVE10 nur anders dargestellt wird, weil hier sieht es wesentlich dunkler aus, kann aber auch an dem anderen Bildprofil liegen. Wenn es da also Unterschiede gibt, liegt an mir, liegt nicht an der Kamera entsprechend. Aber ich denke, der Autofokus, der funktioniert doch recht gut. Erstaunlicherweise wirkt es jetzt sogar so, als hätte die Z30 hier ein bisschen eher mein Auge gefunden gehabt, kann aber auch einfach daran liegen, dass ich da reingeguckt habe. Thank you.
Das waren die Beispielvideos. Was ist eure Meinung? Welche Kamera hat euch besser gefallen? Schreibt das gerne mal unten in die Videobeschreibung. Können wir uns gerne mal drüber austauschen. Ich muss sagen, rein von der Bildqualität, von der Schärfe und sowas, das ist halt ein bisschen individuell abhängig, möchte ich jetzt gar nicht so mich reinhängen und sagen, die Kamera ist besser oder die ist besser. Das ist sehr, sehr individuell. In Sachen Bildstabilisierung haben ja beide die Möglichkeit, eine digitale Bildstabilisierung zu nutzen, plus den optischen Bildstabilisator im Objektiv, sofern einer vorhanden ist. Und da muss ich sagen, beim Digitalen sieht die Sony deutlich besser aus, hat aber natürlich auch den deutlich größeren Crop, muss man ganz einfach so sagen. Beim optischen Bildstabilisator, wenn man nur den nutzt, nehmen sich beide Kameras eigentlich nichts. Wenn man ohne Bildstabilisator filmt, dann gefällt mir die Nikon tatsächlich ein bisschen besser. Das sieht bei Sony immer so ein bisschen wobbelig aus, sage ich mal. In Sachen Audioqualität gefällt mir persönlich die Nikon ein bisschen besser. Ist aber auch hier wieder Geschmackssache. Das, was ihr gehört habt, da war nur ein Kompressor drauf, da war nicht irgendwie aufwendige Bearbeitung oder sowas drauf. Muss sich jeder für sich selber entscheiden. Und natürlich kann man mit der Bearbeitung da auch am Ende noch ein bisschen rausholen. Fakt ist, beide versteht man sehr, sehr gut. Bei der Nikon klingt es zwar besser, dafür hat man mehr Hintergrundgeräusche. Bei der Sony klingt es tendenziell ein bisschen schlechter, finde ich. Dafür hat man weniger Hintergrundgeräusche. Ist halt so ein bisschen für und wider, was einem unterm Strich besser gefällt. In Sachen Autofokus sind beide Kameras sehr, sehr gut. Wobei die Nikon manchmal ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, bockig ist. Sprich, der Autofokus, der sitzt sehr, sehr fest. Wenn er einmal irgendwo sitzt, kriegt man schlecht wieder irgendwo anders hin. Aber das Ganze lässt sich über das Touch-Display sehr, sehr gut lösen, beziehungsweise kann man ja in den Feineinstellungen da auch noch ein bisschen was vornehmen. Ja, dann sind wir auch schon beim Fazit. Der Preis der Nikon sind 800 Euro für nur den Body, 1000 Euro im Vlogging-Kit mit der Fernbedienung und dem Objektiv und dem Deadcat obendrauf. Bei Sony 650 Euro nur der Body, 800 Euro im Vlogging-Kit, allerdings ohne Fernbedienung. Die kostet dann nochmal 145 Euro extra, sind wir also in etwa hier beim selben Preis. Ich finde, Sony ist die bessere Videokamera. Klein, kompakt, tolle Video-Features. Gerade die Log-Profile machen hier nochmal einen großen Unterschied in meinen Augen. Dafür ist die Nikon die bessere Kamera als solches. Sie liegt besser in der Hand. Wenn ihr öfter auch mal fotografieren wollt oder viel aus der Hand arbeiten möchtet, dann liegt die Kamera ganz einfach ein bisschen besser in der Hand, lässt sich ein bisschen besser bedienen. Ihr habt mehr Knöpfe und sowas, was dazu kommt. Ja, dafür habt ihr halt keine Log-Profile beispielsweise. Es ist so ein bisschen für und wider. In meinen Augen ist die Sony die bessere Wahl für die, die vor allem filmen wollen, sprich die für YouTube-Videos machen wollen oder ähnliches. Ihr habt die Log-Profile, ihr habt eine kleinere Kamera, was für die Arbeit mit dem Gimbal gut ist. Ihr habt das E-Mount, da gibt es aktuell deutlich mehr Objektive als für das Z-Mount. Ihr habt da noch einen Produktpräsentationsmodus und sowas, also viele kleine Spielereien. Braucht man nicht alle unbedingt, aber die sind einfach vorhanden. Die Nikon ist eher für die, die viel von allem machen möchten, die viel fotografieren möchten, die viel filmen möchten, die einfach so ein bisschen das Ganze, das Beste aus beiden Welten haben wollen und hier einfach eine richtige Kamera haben wollen. Ist jetzt nicht so, dass die ZV-E10 keine richtige Kamera ist, aber die ist halt super klein, super kompakt und wenn man nur aus der Hand arbeiten möchte, ist sie halt tendenziell ein Stückchen zu klein, sicherlich für den einen oder anderen. Ja, was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, können wir uns gerne mal drüber austauschen. Ich wäre mit dem Video dann erst am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen und wir sehen uns dann spätestens am Freitag wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, ciao.